Das hier ist nicht nur irgendein Laptop. Das ist ein Razer Blade 17 und der ist Nvidia Studio zertifiziert. Was das bedeutet, welchen Vorteil ihr daraus ziehen könnt und für wen das interessant sein sollte, das erkläre ich euch jetzt. Und damit herzlich willkommen bei Turn On. Mein Name ist Jens und das ist ein fantastisches Monstrum. Hier drin ist ein 4K-Display, 144 Hertz, 32 GB Arbeitsspeicher, ein i9, eine RTX 3080 Ti. Das Ding ist gar nicht Grund dieses Videos. Es geht nämlich um das Nvidia Studio Logo, das diverse Geräte zertifiziert quasi. Was genau das ist, darum soll es in diesem Video gehen. Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle nochmal Razer und Nvidia danken, erstmal für dieses Video und dass ich mit diesem Monstrum spielen durfte, beziehungsweise, dass wir damit ein bisschen arbeiten durften. Was ihr mit dieser ganzen Power jetzt machen könnt und wie sich das auswirkt im Alltag, da kommen wir gleich zu. Stellen wir uns erstmal die Frage, was dieses Nvidia Studio Logo eigentlich ist. Was ist dieses Siegel, dieses Zertifikat? Kurz gesagt, spricht Nvidia damit Content Creator an. Also Fotografen, Cutter, Personen, die 3D-Renderings machen, all dieses ganze ultra aufwendige Zeug. Die Personen suchen Hardware, mit der sie ordentlich arbeiten können. Und damit man da nicht ewig suchen muss, gibt es dieses Siegel, um zu zeigen, hey, damit bist du auf jeden Fall sicher. Also es gibt auch eine ganze Menge anderer Laptops, die richtig krasse Hardware haben, mit denen du wirklich fette Spiele zocken kannst. Wir haben davon in der Vergangenheit schon diverse Geräte gezeigt auch. Der Markt ist da mittlerweile richtig geil und zugänglich geworden. Aber das sind keine Geräte, die für Content Creator gedacht sind, sondern für Gamer. Jetzt kann man natürlich mit diesem Laptop auch zocken, da kommen wir auch gleich zu. Aber eigentlich ist das viel mehr darauf gezielt, für Content Creator genau die Bedürfnisse zu erfüllen, nach denen man sonst immer ewig sucht. Und gerade Software ist so ein Ding. Vollkommen egal, was ihr gerade braucht. Adobe, DaVinci Resolve, Blender, DDA, völlig irrelevant. Hier ist alles darauf abgestimmt, dass es funktioniert. Und das ist der große Vorteil. Und natürlich gibt es Grundvoraussetzungen, die ein Laptop-Hersteller oder generell ein Laptop benötigt, um an diese Plakette zu kommen. Wie? Naja, da muss eine RTX-Grafikkarte drin sein für Raytracing, für Stream, Encoden, fürs KI-Upscaling, für all diese ganzen Sachen, die man halt im Arbeitsalltag benötigt. Und damit das auch ordentlich funktioniert, gibt es die Nvidia Studio Treiber. Die sind auf diesen Geräten vorinstalliert. Man kann auch immer noch die Game Ready Treiber installieren. Wie das aussieht, Vor- und Nachteile, kommen wir später nochmal drauf zu. Aber das ist eine Grundvoraussetzung. Und auch die Hardware hat Mindestvoraussetzungen. Ob das jetzt nur die Bildschirmauflösung, die Farbechtheit, Schnittstellen oder der Sound ist. Und da wird es auch immer Überschneidungen geben von Gamern und Content-Creatern. Aber als Gamer gucke ich eher auf die Bildschirmwiederholungsrate und als Content-Creator vielleicht eher auf einen 4K-Touch-Display mit einer geilen Farbwiedergabe. Aber was ein Profi davon hält, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe jetzt hier den Olli, damit wir in diesem Bild mal jemanden haben, der Ahnung hat. Olli, du bist Fotograf, Videograf und du schneidest auch, also du bist so die eilige Wollmilchsau in dieser Content-Creator-Variante. Du hast jetzt mit dem Studio-Laptop mal gearbeitet. Ja. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Also erstmal war ich total von der Auflösung begeistert, also eine 4K-Auflösung in einem 17-Zoll-Laptop ist natürlich schon eine schöne Sache, vor allem, weil ich es einfach mitnehmen kann und ich damit überall arbeiten kann, wo ich möchte. Das ist sehr, sehr schön, aber der hat einfach Power. Ob man nun die GPU-Power mit einschaltet in der Postproduktion oder ob man sie auch mal einfach testweise, verrückterweise ausschaltet, der hat einfach Dampf unter der Haube. Das macht schon Spaß. Okay, was hast du bisher gemacht? Also ich sehe jetzt, dass du hier Lightroom zum Beispiel offen hast. Genau. Also ich habe hier einfach ein paar Entwicklungsschritte eingebaut, um dir mal zu zeigen, so vorher, nachher im Bild. Und da kannst du halt auch, wenn du reinzoomst, siehst du sofort, okay, das Bild wird jetzt hier gerade in Echtzeit dargestellt. Und der Effekt wird immer dort, wo ich jetzt gerade hinscrolle, in Echtzeit draufgerechnet. Okay, das. Und das geht echt flüssig und richtig gut und kommt mir nicht vor wie ein Laptop.
Und normalerweise wäre das jetzt langsam oder würde das immer wieder Zeit zum Berechnen brauchen? Genau, das oder? Ist dann so ein bisschen ruckhaft. Also niemand arbeitet so, wie ich dir das gerade zeige, natürlich. Aber einfach zu Demonstrationszwecken, das ist dann viel langsamer. Oder wenn man dann in die andere Ecke rutscht, dann muss man einfach einen Moment warten, bis das Bild da ist. Und dadurch wird natürlich das Arbeiten eher nicht so flüssig. Also mit dem Gerät andersrum formuliert, kann man wirklich sehr flüssig arbeiten, mobil arbeiten. Worauf würdest du denn achten, wenn du dir jetzt einen Laptop kaufst, um damit die Arbeiten zu tätigen, die du machst? Also erstmal liebe ich natürlich einen großen Bildschirm dabei. Ne? Und klar. Diese Kiste hat ein 4K-Display in einem 17-Zoll-Gehäuse. Das ist natürlich schon fein. Mhm. Da sagt man nicht nein. Und wenn dann dahinter noch eine RTX-Grafikkarte die Power dazu bietet, ist das einfach eine super Kombination, um flüssig mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Ein anderer Punkt, beim Display noch zu bleiben, ein mattes Display finde ich immer hilfreich, wenn man mal nicht in der Dunkelkammer arbeitet, sondern vielleicht ein bisschen Licht um einen rum hat, das halt nichts glänzend spiegelt. Ja. Das ist da echt eine gute Sache. Also wir haben ja hier ganz viel Licht und so immer, damit das Bild für euch auch gut aussieht. Und das ist halt wirklich nur ein kleiner Bereich, der unten so ein bisschen heller ist und es spiegelt nicht so extrem. Ne? Genau, richtig. Sehr gut. Wie ist das denn mit der Bildwiedergabe? Ich lese da immer ganz oft von irgendwelchen Zertifikaten, die da irgendwie ein besonders gutes oder realistisches Bild wiedergeben sollen. Ist das wichtig bei der Größe? Ich weiß nicht, nicht unbedingt bei der Größe, aber natürlich ist es für einen bildschaffenden Menschen schon eine gute Sache, wenn das Display dir ein Bild bietet, das dich nicht anlügt, sage ich mal. Also jetzt besonders poppige Farben oder sonst was braucht man hier nicht, sondern da ist ein neutrales Bild ganz gut, damit man eben eine saubere Arbeit abliefern kann. Also ich habe darüber hinaus noch ein Videoschnittprojekt in Premiere erledigt und dabei festgestellt, dass man tatsächlich auf einem Laptop hier, also ich habe keine Proxys gerendert. Proxys zur Erklärung, das sind jetzt keine Sachen, die man irgendwo aktiviert, sondern das Bild wird runtergerechnet, damit man mit einem kleineren Bildmaterial schneiden kann, damit der Rechner nicht so viel Arbeit braucht. Und er hat im Endeffekt dann so eine Vorlage, die er dann für das Originalmaterial verwendet. Das heißt, ich schneide zum Beispiel in HD und rendere dann aber das Full-HD-Material raus. Genau. Das sind Proxys. Richtig. Und oder nur in HD und du renderst es in 4K raus oder so. Und das ist einfach nicht notwendig gewesen. Ich konnte original in 4K-Material schneiden, ohne dass ich, nachdem ich die Play-Taste drücke, lange warten muss, bis es abspielt. Oder wenn ich hin und her scrubbe, das ist wirklich in Echtzeit da. Das Rendern ist auch so ein Punkt. Also wir haben es ja versuchsweise mal einmal mit und einmal ohne GPU. Ja. Wenn ich es noch richtig weiß, waren, glaube ich, 11 Minuten ohne. Das war für so ein 4K-Projekt von, ich glaube, 12 Minuten Laufzeit oder das sowas. Ist gut. Echt schon gut. Ja. Mit GPU waren es 4,5. Okay, aber ob 4 Minuten oder 10 Minuten, das macht jetzt für mich nicht wirklich viel aus. Gehe ich halt nochmal duschen oder mache mir nebenbei eine Butterstulle oder so. Das ist wohl wahr. Ich hole mir auch gerne mal in der Renderzeit einen Kaffee. Das spricht gar nichts dagegen. Super. Aber bei größeren Projekten hast du ja manchmal auch mehrere Abnahmeschleife-Runden, wo der Redakteur sehnlichst darauf wartet, dass du ihm die neue Version zur Verfügung stellst. Und dann kommt die nächste Korrektur und dann kommt die nächste Schleife. Und das ist ja manchmal so eine Never-Ending-Story. Und da hilft es dir natürlich total, wenn pro Rendergang, keine Ahnung, 60% schneller gerendert wird. Ja, das ist ein Unterschied. Das hilft am Ende des Tages dann richtig. Und auch manchmal sitzt du dann ja abends dann doch noch, weil morgen muss das Ding fertig sein. Ja. Und da ist das dann also Gold wert. Also es bietet viele Vorteile. Es hat natürlich wie alles auch ein paar Nachteile. Ein Gerät in der Größe hat dann auch sein Gewicht. Er macht dann auch seinen Lärm, wenn man ihn fordert. Aber man muss dann halt sehen, wofür brauche ich es und wo macht es Sinn. Genau. Da gibt es eben Anwendungsgebiete, wo das total viel Sinn macht. Und manche, wie hier im Studio, wenn man ihn hat, nutzt man ihn gerne. Aber es würde eben auch ein Desktop tun. Deswegen behalten wir den ja heute jetzt hier. Ne? Du nimmst den nicht wieder mit, oder? Nvidia Studio Laptops sind nicht einfach nur zum Arbeiten geeignet. Man kann damit auch zocken. Natürlich. Das ist hier ein Razer Blade. 17 Zoll. Damit kannst du besonders gut zocken. Wir haben das getestet, es funktioniert. Hier sind aber, neben der RTX Grafikkarte, mit der das natürlich wunderbar funktioniert, die Studio-Treiber installiert. Und als Zocker, jeder, der eine Grafikkarte von Nvidia hat, kennt das. Eigentlich gibt es doch diese Game-Ready-Driver. Warum gibt es jetzt Studio-Driver? Was ist da der Unterschied? Ganz klar, Game-Ready-Driver
kommen wöchentlich in einem oder teilweise wöchentlich in einem Takt zu neuen Spielen, die neue Optimierungen für DLSS und Co. bringen. Das kennen wir alles. Da wird immer sofort das neueste Update draufgeschmissen. Studio-Treiber werden monatelang getestet, werden auf verschiedene Systeme gepackt, damit das möglichst stabil und auf diversen Varianten funktioniert. Damit, wenn ihr auf einem großen Projekt verschiedenen Geräten arbeitet, verschiedener Software, verschiedenen Laptops arbeitet, damit das alles stabil bleibt und nicht kaputt geht. Denn wenn es ein Arbeitsgerät ist, dann ist ein kaputtes Projekt, ob es jetzt Video oder Foto sei, pures Geld und das soll halt nicht passieren. Deswegen kommen diese Treiber, diese Studio-Treiber immer nur alle paar Monate, sind dafür aber ganz besonders stabil. Und seit 2018/19 gibt es von Nvidia auch die Möglichkeit, in der GeForce Experience ganz einfach hin und her zu wechseln zwischen den Treibern. Ihr könnt also sagen, hey, ich habe jetzt gerade Pause, wechsle die Treiber, zocke eine Runde für das aktuellste, neueste Spiel und jetzt muss ich wieder arbeiten, wechsle zurück auf die Studio-Treiber und jetzt habe ich wieder ein stabiles System, das auf jeden Fall ganz in Ruhe funktioniert. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt noch einen anderen Unterschied, und zwar in der Priorität, wie die Software mit der Grafikkarte umgeht. Kleines Beispiel. Ein Gamer, der möchte, dass DirectX sehr gut funktioniert. Ein Profi will, dass der CUDA-Treiber gut funktioniert, damit er schnell rendern kann. Der Gamer will eine hohe Bildwiederholungsrate und der Profi, der will eine ordentliche Farbspektrum, eine gute Bildwiedergabe. All das muss korrekt sein. Der Gamer will, dass der RAM ganz besonders schnell ist, damit das richtig fix funktioniert. Und der Profi will, dass besonders Großprojekte alle im RAM landen, also die Kapazität möglichst groß ist, damit das alles immer schnell funktioniert. Und diese Prioritäten sind so unterschiedlich, dass wir mit einem Treiber, der unterschiedlich arbeitet, besser arbeiten können. Und trotzdem könnt ihr mit den Studio-Treibern auch zocken, weil Raytracing und DLSS 2.0 unterstützt werden. Nur eben besonders stabil und nicht auf dem aktuellsten, tagesaktuellen Stand. Ihr habt also keine Probleme damit. Klar, Gaming-Laptops wird es in der Zukunft immer geben. Der Vorteil an dieser Plakette ist jetzt, dass ich als Content-Creator sofort sehe, wann ich damit auch ordentlich arbeiten kann, wann Hardware und Software richtig aufeinander abgestimmt sind, wann ich dank RTX-Plattform ordentlich schnell und profitabel damit arbeiten kann. Und ich bin damit mobil. Ich kann in der Bahn sitzen und damit arbeiten, im Gegensatz zum Desktop-PC. Und wann ich da mal eine RTX-Grafikkarte finden werde, ja, das steht auch in den Sternen geschrieben. Das könnte 2022 vielleicht ein bisschen besser werden. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, solltet ihr euch das Video im Abspann anschauen. Ich bedanke mich bei Razer und Nvidia für dieses Video und sage Tschüss. Ach so, der muss ja diesmal für Olli bleiben. Ja, das ist deiner. Diesmal nicht.